Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, dem Platinum Walkthrough. Okay, erste Gerichtsverhandlung des letzten Falls, los geht's. Das Gericht verhandelt jetzt den Fall von Schwester Iris vom Ahasakura-Tempel. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Verteidigung scheint tatsächlich bereit zu sein. Aber das Gleiche kann leider nicht von der Anklage dieses Falles gesagt werden. In der Tat. Ich weiß nicht, ob mir eine so unverhohlene Verschwendung der Zeit des Gerichts gefällt. Ein leerer Stuhl der Anklage kann nur bedeuten, dass der Staatsanwalt seinem Können in diesem Fall nicht vertraut. Anscheinend ist dieser Fall vorbei, bevor er überhaupt begonnen hat. Ich bin bereit, mein Urteil zu verkünden. Dieses Gericht befindet die Angeklagte für... Da ist er. Die Anklage ist bereit. Und Sie sind? Franziska von Karma, Staatsanwältin. Von Karma, sagen Sie? Sie sind nicht zufällig mit dem legendären Staatsanwalt Manfred von Karma verwandt. Legenden sind Vergangenheit. Ich bin eine von Karma, das ist alles. Auf besonderen Wunsch bin ich heute für die Anklage in der Verhandlung eingeflogen. Das sind Sie? Dann müssen Sie wohl ein ziemlich großes Tier sein. Übrigens, Edgeworth? Ja, euer Ehren? Ich bin mir sicher, Sie schon einmal gesehen zu haben. Oder bilde ich mir das nur ein? Sie haben große Ähnlichkeit mit einem Staatsanwalt, den ich einmal getroffen habe. Ich denke, das bilden Sie sich nur ein, euer Ehren. Frau von Karma, wollen Sie dazu etwas sagen? So ein Weichei wie diesen Mann gibt es in der Staatsanwaltschaft nicht. Wirklich? Wirklich nicht? Ich bin mir sicher. Einst in diesem Gerichtssaal... Oh! Ich habe gesagt, dass es kein solches Weichei gibt. Was ist das? Eine Peitsche? Ich weiß nicht, ob ich so etwas in meinem Gerichtssaal dulde. Gerichtsdiener, entfernen Sie diese Peitsche augenblicklich. Moment mal! Ich habe keine Einwände gegen die Peitsche. Haben Sie nicht? Die Anklage kann eine Peitsche schwingen oder 17 Tassen Kaffee trinken. Aber es gibt trotzdem nur eine Wahrheit, und die werde ich hier und heute beweisen. Schön, dass der Edgeworth sogar von Godots Gewohnheit weiß, also schicke Sache, der ist gut informiert, der Mann. Das verspricht interessant zu werden, Miles Edgeworth. Ich hatte heute eigentlich Phoenix Wright erwartet, aber wenn ich dich so sehe, ist es vielleicht das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Miles Edgeworth, ich werde mir die Chance nicht entgehen lassen, dich zu vernichten. Oh ja, das Duell Miles Edgeworth gegen Franziska von Karma. Es wird episch, Leute. Wie ich sehe, hast du einen Hang zur Theatralik. Irgendwas stimmt hier nicht. Die Leute in meinem Gericht verhalten sich sehr seltsam. Aua! Ha. Dick Bühne ist bereit. Die Verhandlung kann weitergehen, euer Ehren. Also gut, Frau von Karma, schildern Sie uns bitte kurz den Fall. Mit so wenig Peitschenhieben wie möglich. Das Mordopfer ist die berühmte Bildbuchautorin Elise Dionysnim. Ihre Leiche wurde im Innenhof des Hasakura-Tempels gefunden. Sie wurde mit dem Zeremonienschwert einer Goldstatue erstochen. Bei dem Schwert auf dem Bild handelt es sich um die fragliche Waffe, richtig? Also gut, das Gericht akzeptiert dieses Tatortfoto. Tatortfoto der Innenhof, wo Elise Dionysnim ermordet wurde. Es gibt keine Zweifel, das war das Werk von Schwester Iris. Denn es gibt eine Zeugin, die sie bei ihrem Verbrechen beobachtet hat. Na schön. Bitte rufen Sie diese Zeugin in den Zeugenstand. Und so fängt er an. Mein erster und letzter Fall als Strafverteidiger. Ein Traum wird wahr, Edgeworth, nicht wahr? Zeugin, nenne deinen Namen und Beruf, bitte. Warten Sie! Ich bin mir unsicher, ob ich mir sicher bin, was ich davon halte. Meine Güte, ist er unentschlossen. Zeugin, bitte stellen Sie sich schön aufrecht hin. Wenn ich mich richtig erinnere, sind im Angeklagtenzimmer ein paar Getränkekisten für Zeugen mit Rückenproblemen. Gerichtsdiener, bringen Sie dieser armen Dame bitte eine Getränkekiste. Noch einmal, deinen Namen und Beruf, bitte. Meine Wenigkeit, nun, ich bin die Äbtin des Hasakura-Tempels auf dem Adlerberg.
Mein Name ist Bikini. Habt ihr verstanden? Bikini. Nett, euch kennenzulernen. Aber sie scheinen im Moment kein Bikini zu tragen. Der Gerichtssaal ist der Ort der heiligen Gerichtbarkeit. Wer Begierde im Herzen trägt, sollte dieses Heiligtum sofort verlassen. Sie wollen, dass ich gehe? Kein Grund dafür, gleich durchzudrehen. Mein Anblick ist etwas für Sommertage. Wie dem auch sei. Zeugin, ich habe gehört, dass Sie das Verbrechen an jenem Abend beobachtet haben. Das ist richtig. Ich kann es selbst kaum glauben, ehrlich gesagt. Es ist einfach unmöglich, dass meine kleine Iris so etwas getan hat. Dann lassen Sie mal hören, was Sie uns zu erzählen haben. Erzählen Sie uns als erstes, was Sie an jenem Abend getan haben, ja? Zeugenaussage, der Mordabend. An jenem Abend habe ich einer Akolytin bei ihrem Training im inneren Tempel geholfen. Aber wie man sehen kann, spielt mir mein Rücken oft übel mit. Sehr übel. Ich habe Iris gebeten, der Akolytin zu helfen und ging zum Hasakura-Tempel zurück. Im inneren Tempel gibt es kein Bad, wisst ihr, und ich brauche eine heiße Wanne. Nachdem ich fertig war, gerade als ich zurückgehen wollte, da habe ich es gesehen. Es war also reiner Zufall, dass Sie zum Hasakura-Tempel zurückgekehrt sind. Ja, das könnte man sagen. Hätte mein Rücken nicht so wehgetan, wäre ich im inneren Tempel geblieben. Was sie gerade gesagt hat, hört sich nach einer ziemlich wichtigen Aussage an. Bei dieser Aussage kann ich nur ein Problem erkennen. Und du wirst nicht schon bei der ersten Hürde straucheln, oder, Miles Edgeworth? Herr Edgeworth, fangen Sie bitte mit Ihrem Kreuzverhör an. Okay. So, wir haben auch schon einen Beweis, den wir bei einer bestimmten Aussage präsentieren können. Und zwar, bei dieser hier. Ich habe Iris gebeten, der Akolytin zu helfen. An der Stelle präsentieren wir die Aussage von Iris. Zeugen müssen sich ihrer eigenen Probe unterziehen, fürchte ich. Das Schicksal der Angeklagten hängt schließlich von deren Beobachtung und Erinnerung ab. Sieh an! Keine Sorge, ich bin dieser Aufgabe mehr als gewachsen. Ich bin schließlich eine Frau des Glaubens. Ich bin die Chefin des Hasakura-Tempels. In diesem Fall, Frau Chefin, erklären Sie mir bitte eine Sache. Die Diskrepanz zwischen Ihrer Aussage und der von Iris, der Angeklagten. Sie sagt, dass sie nach dem Läuten der Abendglocke in ihr Zimmer ging und dort blieb. Das heißt, sie ist gar nicht zum inneren Tempel gegangen. Nein! Das hat sie gesagt! Eine Angeklagte oder eine Zeugin. Wer wird mit größerer Wahrscheinlichkeit lügen? Was meinst du? Die Angeklagte lügt, um ihre eigene Haut zu retten. Aber das ist völlig unlogisch. Der Mord geschah im Innenhof des Hasakura-Tempels. Zu behaupten, sie sei zum inneren Tempel gegangen, wäre ein viel besseres Alibi. Das stimmt. Aber das ist seltsam. Aus welchem Grund auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie lügt. Sie hat wirklich ganz ehrliche Augen. Aua! Alle Menschen lügen. Davon bin ich überzeugt. Warum bin ich der Einzige, der hier gepeitscht wird? Tja, glaub mir, würde der Staatsanwalt blau tragen, würde der auch gepeitscht werden. Aber das weiß der arme Richter ja jetzt nicht. Wie auch immer, weder die Zeugin noch die Angeklagte haben einen Grund. Das heißt, wir alle müssen ihr Gedächtnis in Frage stellen. Du meine Güte, du bist älter als ich und willst trotzdem dieses Spielchen spielen, wie? Nun, das ist eigentlich nicht das, was ich... Mein Gedächtnis ist ausgezeichnet, besonders im Winter. Dann ist es wohl noch zu früh, dieses Kreuzverhör zu beenden, hä? Herr Edgeworth, wenn Sie das Gedächtnis dieser Zeugin anzweifeln wollen, müssen Sie mir schon ein entscheidenderes Beweisstück vorlegen. Verstanden, Euer Ehren. Zu denken, dass dies allein genügen würde, war wohl naiv. Dann fügen Sie bitte Ihre Bemerkung über Iris der Aussage hinzu. Und dann kehren wir zum Kreuzverhör zurück. An jenem Abend habe ich einer Akolytin bei ihrem Training im inneren Tempel geholfen. Aber wie man sehen kann, spielt mir mein Rücken oft übel mit. Sehr übel. So. Iris kam zum inneren Tempel. Sie war genauso wie beim Abendessen gekleidet. Und da haben wir auch schon den Beweis bei dieser Aussage, die Haube. Zeugin, lassen Sie uns eine Sache klarstellen. Die Angeklagte, die Sie Ihrer Behauptung nach getroffen haben,
Hat diese Dämonenschutzhaube getragen, richtig? Natürlich. Das ist ein sehr wichtiges Kleidungsstück, das solltest du wissen. Moment mal. Warte, woher hast du die? Das ist die Frage des Tages, nicht wahr, Franziska von Karma? Weißt du, diese Haube ist an jenem Abend jemandem geschenkt worden, bevor die Abendglocke geläutet wurde. Was? Du weißt, was ich damit sagen will, nicht wahr? Wenn die Zeugin die Angeklagte gesehen hat, wie sie behauptet, dann kann die Angeklagte diese Haube nicht getragen haben. Oh, sieh an, sieh an! Kein schlechtes Gefühl, Widersprüche aufzudecken. Jetzt verstehe ich den glücklichen Gesichtsausdruck, den Wright dabei hat. Ruhe im Gericht! Aua! Schwester! Diese Haube! Ihr habt doch sicherlich Ersatzhauben im Tempel, nicht wahr? Ersatzhauben? Nun, ich habe die Tendenz, zu viele davon zu machen. Verstehe. Ein ganzer Vorrat zu viele Hauben, hm? Jede Nonne bekommt nur eine Haube. Diese sollte die einzige sein, die ihres besitzt. Dann ist das ziemlich seltsam. Aua! Wenn es Ersatzhauben gibt, könnte sie eine von denen getragen haben. Hier gibt es keinen Widerspruch. Tut mir leid, Franziska, aber so leicht kommst du mir nicht davon. Unstimmigkeiten wie diese säen Samen in den Herzen der Menschen. Samen des Zweifels. Zeugin, eigentlich möchte ich nicht an Ihrer Aussage zweifeln. Aber dazu müssen Sie alles bis ins kleinste Detail beschreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Schwester, fahre mit deiner Aussage fort. Erzähl uns, was du nach deinem Bad auf dem Weg zum inneren Tempel gesehen hast. Diese Samen des Zweifels treiben im Herzen des Richters aus. Sie brauchen nur noch ein wenig Nahrung, um Früchte zu tragen. Ich muss den Widerspruch nähren. Oh ja, das werden wir auch. Zeugenaussage nach meinem Bad. Ich war gegen 23 Uhr mit meinem Bad fertig und wollte zum inneren Tempel zurück. Und auf dem Rückweg habe ich ein Geräusch im Innenhof gehört. Ich sah nach und... Iris hat... Oh, mystische Elise! Und dann ausgerechnet mit diesem Schwert! Die mystische Elise wohnte in dem Eckzimmer mit Blick auf den Innenhof. Das Zustechen geschah wohl, nachdem sie aus dem Fenster gestoßen worden war. Ein wirklich schrecklicher Anblick für Sie, nicht wahr? Stünde ich an Ihrer Stelle, wäre es so, als würde Frau von Karma Herrn Edgeworth vor Gericht in zwei Hälften zerpeitschen. Und ich würde alles von diesem Stuhl aus beobachten. Nun sowas in der Art. Dieser Richter, seine Vorstellungskraft ist so lebendig und einfallsreich wie Inspektor Gumshoes. Ich würde wie ein Dummkopf aussehen, würde ich solche Dummheit kommentieren. Auf jeden Fall gehört dieser Fall mir, Miles Edgeworth. Immer alle beim ganzen Namen zu nennen, kannst du diese Angewohnheit nicht abstellen? Nope. Ganz eindeutiges Nope. Okay. So, und zwar werden wir bei dieser Aussage, das Zustechen geschah wohl, nachdem sie aus dem Fenster gestoßen worden war. Hier präsentieren wir den Autopsiebericht von Elise. Beeindruckende Logik, das würde ich gerne sagen. Ich bitte dich, mein Gedächtnis ist hervorragend, besonders im Winter. Jedoch bin ich der Meinung, dass Sie eine Sache übersehen haben. Franziska, würdest du dir bitte noch einen Blick auf den Autopsiebericht werfen? Den Autopsiebericht? Das Opfer fiel aus einer Höhe von 3 Metern, aber dieser Sturz, passierte, nachdem sie getötet worden war. Ah! Das stimmt, hier steht nach dem Tod. Die Szene, die die Zeugin behauptet, gesehen zu haben, ist widersprüchlich. Wenn die Angeklagte dort im Innenhof auf das Opfer einstach und es tötete, wie soll das Opfer danach aus einer Höhe von 3 Metern gefallen sein? Ah! Ruhe! Das Opfer wurde getötet und dann fiel es. Wenn das der Fall ist, dann muss das Opfer in seinem Zimmer umgebracht worden sein, oder? Das ist die logische Schlussfolgerung. Ja, stimmt. Das Opfer wurde in seinem eigenen Zimmer von der Angeklagten erstochen. Und dann wurde es aus seinem Fenster in den Innenhof geworfen. Gab es in Frau Deosnims Zimmer Anzeichen eines Kampfes?
Sie wurde mit einem Schwert erstochen. Das würde einen Blutfleck hinterlassen, nicht? Nun, Frau von Karma, war dort Blut zu sehen? Ah! Es wurden keine Blutspuren im Zimmer des Opfers gefunden. Ihre Peitsche hat gerade Blutspuren auf meinem schönen Bart hinterlassen. Wie dem auch sei, wenn es kein Blut in dem Zimmer gab, dann würde ihn überhaupt... Ah! Sicherlich wird es nicht möglich sein, dass ich alles noch einmal durchgehen muss. Da ich mir sicher bin, dass euer Ehren sicher weiß, wann aus einer Stichverletzung das meiste Blut austritt. Wann das meiste Blut austritt? Beim Eindringen der Klinge tritt nur sehr wenig Blut aus. Allerdings tritt sehr viel Blut aus dem Körper aus, wenn die Klinge herausgezogen wird. In der Tat, befindet sich die Waffe noch im Körper, ist sie wie ein Deckel auf der Wunde. Stimmt, mit der Waffe im Körper würde es nicht stark bluten. Ein wirklich logischer Gedankengang. Wir sind also zu einer Schlussfolgerung gekommen. Das Opfer wurde aus dem Fenster geworfen mit dem Schwert im Körper. Somit sind alle Widersprüche gelöst. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Zugegeben, so kann es gewesen sein. Von Franziska von Karma hätte ich auch nicht weniger erwartet. Sie findet jeden wichtigen Punkt heraus und übernimmt die Regie. Wie es aussieht, brauchen wir eine klarere Aussage von der Zeugin. Befreien Sie uns von allen Mutmaßungen und sagen Sie uns die reine Wahrheit, bitte. Zeugin, bitte! Bleiben Sie auf der Kiste stehen! Unterschätzt mich bloß nicht! Das Gewicht des Schnees hat mich außer Form gebracht! Vor allem meinen Rücken und meine Laune! Schwester, bitte mach deine Aussage. Ich werde dir eine kräftige Massage verpassen, wenn wir fertig sind. Ui, mit der Peitsche? Ja, dachte ich mir auch gerade. Junge, Junge, also gut! Da freut sie sich, das hat sie jetzt motiviert. Zeugenaussage, weitere Details. Als ich die Szene gesehen habe, war das Schwert bereits im Körper. Jetzt fällt mir ein, ich habe nicht gesehen, wie sie auf die mystische Elise einstach. Ich habe noch nie zuvor so viel Blut gesehen. Da bin ich in Ohnmacht gefallen. Das kann mir niemand verübeln, oder? Als ich aufwachte, stach die mystische Amy der mystischen Elise in den Rücken. Das alles bestätigt Frau von Karmas Theorie. Die von Karmas streben nach nichts anderem als Perfektion. Fakten zusammenzustellen fällt mir leicht. Das solltest du wissen, Miles Edgeworth. Perfektion ist eine Unmöglichkeit, Franziska von Karma. Und ich bin hier, um dich genau das zu lehren. Auch wenn Phoenix Wright dich im letzten Spiel eigentlich genau das gleiche gelehrt hat. Aber das lassen wir mal beiseite. Kreuzverhör, weitere Details. Okay. So, wir greifen an bei Ich habe noch nie so viel Blut gesehen. Sie sagen also, Sie hätten das Blut des Opfers gesehen? Das stimmt! Etwas davon hatte auch Iris bespritzt. Als die Angeklagte festgenommen wurde, meditierte sie gerade in ihrem Zimmer. Und ihre blutbefleckte Kleidung lag ordentlich gefaltet in der Ecke. Was? Ihre Kleidung war auch blutbefleckt? Das sieht in meinen Augen sehr beweiskräftig aus. Was soll ich tun? In diesem Punkt weiter angreifen? Natürlich. Um auf Ihre vorherige Aussage zurückzukommen. Sie sagten, Sie hätten wenig Blut gesehen, als auf das Opfer eingestochen wurde. Aber jetzt sagen Sie, Sie hätten das Opfer bluten sehen? Na sowas, ich sage nur, was ich gesehen habe. Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Was haben Sie denn gesehen? Vielleicht habe ich nicht gesehen, wie auf die arme Frau eingestochen wurde. Aber ich habe genau hingesehen, wie das Mädchen das Schwert aus ihr rausgezogen hat. Das Schwert rausgezogen? Nun, es war nicht gerade ein Ziehen. Es war eher ein Rausgleiten. Zeugin, fügen Sie diese Anmerkung zu Ihrer Aussage hinzu. Oh, war das wichtig? Wichtiger, als Sie sich denken können. Okay, ich sah, wie die Klinge, die bis zum Griff drin steckte, glatt herausgezogen wurde. Und an der Stelle präsentieren wir das Shichishito selbst. Schwester Bikini, Sie sind eine zuverlässige Zeugin. Zumindest würde ich das denken. Aber es gibt hier zu viele Widersprüche. Was meinst du damit? Das hört sich ja so an, als wäre ich eine Lügnerin. Aber du bist ein hübscher junger Mann, also verzeih ich dir. Von welchen Widersprüchen redest du denn?
In der Szene, die die Zeugin behauptet, gesehen zu haben, steckte die Waffe bis zum Griff im Körper des Opfers. Des Weiteren hat der Mörder die Waffe glatt aus dem Körper gezogen. Aber beides ist absolut unmöglich. Was meinen Sie damit? Bitte erklären Sie sich... Erklär das bitte! Erstens wäre es möglich, das hier bis zum Griff in jemanden hineinzurammen. Wie ich die Angeklagte auch betrachten mag, sie erscheint mir nicht stark genug dafür. Sie erscheint nicht? Welch bedeutungsloses Gerede! Ich selbst mag auch schwach und zerbrechlich wirken. Aber ich kann Männer unter dem Absatz zerquetschen, bis sie weinen, wenn ich es möchte. Der Einspruch steht. Ich muss zugeben, ich habe vorhin ein wenig geweint. Das ist nicht die einzige Ungereimtheit. Wenn das Schwert wirklich bis zum Griff in den Körper gerammt wurde. Nun, man sehe sich die ganzen Zweige daran an. Es ließe sich nicht glatt herausziehen. Das ist... Und wir haben das Problem mit der Menge des Blutes. Es stimmt, wenn eine Klinge im Körper steckt, funktioniert sie wie eine Art Stöpsel. Aber wenn die Waffe eine Form wie diese hat, ist das eine ganz andere Sache. Die Wunde wäre zu groß und die Klinge könnte die Blutung nicht komplett stoppen. Das ist nichts weiter als reine Mutmaßung. Das Opfer wurde mit dem Shichishito erstochen. Sogar eine Waffe solcher Art könnte manchmal glatt herausgleiten und sogar den Blutverlust stoppen. Ich bin noch nicht fertig. Es gibt noch einen entscheidenden Widerspruch. Du darfst noch mehr? Dieser hier ist einfach. Wenn dieses Schwert wirklich bis zum Griff in den Körper hineingestoßen wurde, warum ist dann nur an seiner Spitze Blut zu sehen? Wenn die Zeugin die Wahrheit erzählt, dann sollte auf der gesamten Länge des Schwertes Blut zu sehen sein. Nein! Ruhe! Bravo, Miles Edgeworth! So viele Widersprüche mit einem einzigen Beweisstück. Alle anderen Anwälte, die ich kenne, würden auch nur auf einen kommen, wenn überhaupt. Aber was bedeutet das Ganze? Sie haben Widersprüche bezüglich der Mordwaffe bewiesen, aber... Das alles kann nur darauf hindeuten, dass es nur eine Antwort darauf gibt. Und die wäre? Die Waffe, mit der das Opfer getötet wurde, war nicht das Shichishito. Was? Du dumme Idee aus den dummen Gedanken eines wahrlich dummen Dummkopfs. Fangen wir noch einmal von vorne an. Warum glauben wir, das Schwert sei die Mordwaffe? Nun... Weil die mystische Amy es ins Opfer zu stechen schien. Richtig, aber wenn Sie darüber nachdenken, ist das der einzige Grund für diese Annahme. Der Eindruck der Szene war einfach zu stark. Das ist es, was uns beeinflusst. Es beeinflusst uns so, dass wir glauben, dass Shichishito sei die Mordwaffe gewesen. Ruhe! Vielleicht war das Shichishito also nicht die Mordwaffe. Aber wenn das der Fall wäre, das würde nichts ändern, Miles Edgeworth. Die Schwester hier hat alles gesehen. Auch wenn die Angeklagte mit einem schwertähnlichen Objekt auf das Opfer einstach. Das stimmt. Ihre Antwort, Herr Edgeworth? Wenn dem so ist, dann bitte ich die Anklage, die naheliegende Frage zu beantworten. Die naheliegende Frage? Ja, nämlich, wohin ist die wahre Mordwaffe verschwunden? Die Polizei hat natürlich die Haupthalle und den ganzen Bereich durchsucht. Die Anklage weiß sicher, ob ein schwertähnliches Objekt gefunden wurde. Das ist... Beantworten Sie die Frage, Frau von Karma! Es wurde kein Beweis dieser Art gefunden. Ein weiteres Rätsel für den Rätselberg. Ein Fall ohne Mordwaffe ist eine tückische Sache. Entschuldigung, dürfte ich etwas sagen? Ich habe mich gerade an etwas erinnert. Woran denn, Schwester? Ich dachte gerade, es ist möglich, dass vielleicht, dass das, was passiert ist, es war dort drüben. Was genau wollen Sie damit eigentlich sagen? Die Mordwaffe, das meine ich, vielleicht. Ich denke, ich könnte wissen, wie das Schwert beseitigt wurde. Wie bitte? Also gut. Ich denke, wir brauchen eine weitere Aussage von dir, Schwester. Unmöglich.
Was könnte diese alte Frau sonst noch gesehen haben? Zeugenaussage, Fundort der Waffe. Ich habe den Mord so gegen 23 Uhr beobachtet. Nachdem ich den Vorfall melden ließ, bin ich zum Haupttor gegangen. Dort sah ich Spuren, die belegten, dass das Schneemobil benutzt worden war. Zu Fuß braucht man 15 Minuten zur Dämmerbrücke, aber mit dem Schneemobil nicht mal 5. Vielleicht wurde die Waffe auch in den Adlerfluss geworfen, während ich ohnmächtig war. Iris hätte es tun können, denn sie kann schließlich mit dem Schneemobil umgehen. Zeugin, bitte sagen Sie uns nächstes Mal sofort alles, was Sie wissen. Nun, ich bin nicht in bester Form. Mein Rücken und mein Alter, du weißt schon. Durchaus. Vor dem Haupttor gab es in der Tat Spuren eines Schneemobils. Hier ist ein Foto. Ein Schneemobil. Ah, verstehe. Nun, das ist eine interessante Theorie. Die Spuren fangen vor dem Hasakura-Tempel an und führen den ganzen Weg runter zur Dämmerbrücke. Foto der Spuren am Abend geschossen vom Haupttor der zur Dämmerbrücke. Blech. Das löst unser lästiges kleines Problem, oder? Die Strömung des Adlerflusses ist so reißend, dass er selbst im Winter nicht zufriert. Das macht ihn zum perfekten Ort, um die Mordwaffe loszuwerden. Ist sie wirklich zum Fluss gefahren, um die Mordwaffe zu beseitigen? Herr Edgeworth, Ihr Kreuzverhör, bitte! Kreuzverhör, so, okay. Und zwar werde ich einen Beweis vorlegen, und zwar, vielleicht wurde die Waffe in den Adlerfluss geworfen, während ich ohnmächtig war. Hier präsentieren wir direkt das Foto der Spuren selbst. Das neueste Beweisstück hilft uns bei dieser neuen Aussage. Ich gebe zu, dass dieses Foto etwas beweist. Es beweist, dass das Schneemobil am Mordabend benutzt worden ist. Du hast wohl endlich das Unvermeidliche akzeptiert, Miles Edgeworth. Jedoch, wenn die Aussage der Zeugin zutreffend ist, warum ist dann nur eine Spur zu sehen? Was meinst du damit? Iris verließ den Hasakura-Tempel, warf die Waffe in den Fluss und kam dann zurück. Wenn das der Fall wäre, dann sollten eigentlich zwei Spuren im Schnee zu sehen sein. Die von der Fahrt zur Brücke und die vom Rückweg. Ah, du hast recht. Du hast eine Sache vergessen, Miles Edgeworth. Am Mordabend hat es geschneit. Die Spuren, die zur Brücke hinführten, sind vom Schneefall verdeckt worden. Das hebt deine wertvollen Widersprüche auf, nicht wahr? Verstehe, als sie beim Fluss waren, hörte es zu schneien auf. Sodass nur die Spuren vom Rückweg zu sehen sind. Und was sagst du jetzt, Miles Edgeworth? Gibt es einen Fehler in Ihrer Theorie? Diese Idee, dass der Schneefall eine Spur bedeckt? Ich würde sagen, da gibt es einen Widerspruch. Die Spuren zu dem Fluss waren mit Schnee bedeckt, was für eine nette Theorie. Aber Franziska, das ist unmöglich. Würdest du mir freundlicherweise erklären, warum da so ein unfreundlicher Zeigefinger in meine Richtung deutet? Nicht nötig. Das Beweisstück wird alles für mich erklären. Am Mordabend fuhr der Mörder zur Dämmerbrücke und wieder zurück, um die Mordwaffe zu entsorgen. Die Spuren zur Brücke wurden zugeschneit. Das behauptet zumindest Frau von Karma. Herr Edgeworth, legen Sie Ihren Gegenbeweis vor. Den Beweis, dass die Spur zur Brücke nicht mit Schnee bedeckt war. Ganz einfach. Wir legen die Wetterdaten vor. Zeugin, bitte nennen Sie uns erneut die Uhrzeit, zu der Sie das Verbrechen gesehen haben. Wie ich schon sagte, es war so gegen 23 Uhr. Natürlich heißt das, dass die Waffe nach dieser Zeit fortgeworfen wurde, richtig? Diesbezüglich, sehen Sie sich bitte diese Daten an. Das ist der Wetterbericht vom Adlerberg am Mordabend. Der Wetterbericht? Um 19 Uhr fing es an zu schneien, aber es hörte so gegen 22.50 Uhr wieder auf. Also, als die Schwester das Verbrechen um 23 Uhr beobachtet hat, hatte es bereits aufgehört zu schneien. Es ist unmöglich, dass Spuren nach dieser Zeit zugeschneit worden sind. Ah! Ruhe! Also gut. Es sieht so aus, als wäre Frau von Kammers Behauptung eingeschneit worden. Ah! Es ist noch zu früh, diesen Fall aufgrund des Schnees zu schließen.
Miles Edgeworth, wie armselig von dir, dich auf einen Wetterbericht zu verlassen. Dann beantworte mir bitte Folgendes. Wann ist dein Wetterbericht jemals richtig gewesen? Ah, nein, 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 Sie irren sich. Das ist keine Vorhersage, das sind die tatsächlichen Daten. Ah! Vorhersagen, Daten, alle Wetterberichte haben Ungenauigkeiten. Es hätte nach 23 Uhr immer noch schneien können. Das stimmt, das können wir nicht ganz eindeutig wissen. Was? Wie hat sie das geschafft? Es hatte beim Hasakura-Tempel aufgehört zu schneien, als der Mord passierte. Das müssen Sie eindeutig beweisen. Ich bin so weit gekommen, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Na schön. Ich kann nicht erlauben, dass bei dieser Aussage Zweifel bestehen bleiben. Ha! Du kannst einfach keinen Rückzieher machen, hä? Huh? Welche Perfektion, Miles Edgeworth? Also gut, Herr Edgeworth. Wo ist Ihr Beweis dafür, dass es nicht mehr geschneit hat, als das Opfer getötet wurde? Ganz einfach. Wir nehmen dafür das Tatortfoto. Nimm das! Letztendlich kommt alles auf einen Punkt. Und der wäre, ob es in dem Innenhof geschneit hat, als das Opfer erstochen wurde. Stimmt, aber das zu beweisen ist unglaublich einfach. Wenn wir wissen wollen, ob es geschneit hat, kann es uns dieses Foto zeigen. Natürlich meine ich damit das Tatortfoto. Wie Sie sehen können, ist alles mit Schnee bedeckt. Mit nur einer Ausnahme. Und die wäre? Das Opfer selbst, Frau Elise, die ausnimmt. Warum liegt kein Schnee auf ihr? Die Antwort ist einfach, weil es aufgehört hatte zu schneien, als sie ermordet worden ist. Deshalb. Mit anderen Worten, wenn der Mörder wirklich zum Adlerfluss fuhr, um die Mordwaffe zu entsorgen, dann sollten auf diesem Foto hier zwei Spuren zu sehen sein. Ah! Ruhe! Ruhe! Was wollen Sie damit? Ah! Was willst du damit sagen, Miles Edgeworth? Ehrlich gesagt, bin ich mir selbst nicht ganz sicher, aber das ist einfach das, worauf alle Tatsachen hindeuten. An jenem Abend hat jemand das Schneemobil benutzt, um den Hasakura-Tempel zu verlassen. Den Spuren nach kann man annehmen, dass sie zur Dämmerbrücke führen. Zu jenem Zeitpunkt hat es noch immer geschneit. Natürlich hat es das, denn diese Spuren waren verschwunden. Dann, als diese Person zum Hasakura-Tempel zurückkehrte, hatte es aufgehört zu schneien. Deshalb sind die Spuren des Rückwegs zu sehen. Kann ich etwas sagen? Das hört sich alles ein wenig seltsam an. Was denn, Schwester? Es gibt nur einen Schlüssel für das Schneemobil. Außerdem wissen wir, dass die Angeklagte ihn an jenem fraglichen Abend hatte. Der Schlüssel wurde nach dem Mord in ihrem Zimmer gefunden. Das kann nur heißen, dass Iris an jenem Abend mit dem Schneemobil zum inneren Tempel gefahren ist. Aber Iris hat gesagt, dass sie überhaupt nicht dorthin gegangen ist. Ich sollte diesen Punkt wohl besser angreifen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Mit dem Schneemobil kommt man nicht über die Hängebrücke. Also hat sie es auf der Seite des Tempels geparkt und die Brücke dann zu Fuß überquert. Das klingt logisch. Aber seltsam ist, als ich Iris verlassen habe und zum Hasakura-Tempel zurück bin. Da habe ich nichts bei der Dämmerbrücke gesehen. Du musst es einfach übersehen haben, Schwester. Vielleicht, aber als ich wieder beim Hasakura-Tempel war, stand es da bei dem Haupttor. Ich meine das Schneemobil. Ich weiß, was ich gesehen habe. Jetzt war es auch mit Schnee bedeckt. Aber das ist unmöglich. Ruhe, Ruhe, Ruhe im Gerichtssaal. Was soll das bedeuten? Wofür wurde das Schneemobil dann benutzt? Es wurde nicht von der Angeklagten genommen, als sie zum inneren Tempel ging. Wenn dem so gewesen wäre, hätte es die Zeugin unmöglich bei dem Tor sehen können. Außerdem ist es nicht vom Mörder benutzt worden, um die Mordwaffe zu entsorgen.
Wenn das der Fall gewesen wäre, würde es auf diesem Foto zwei Spuren geben. Wir wissen nur, nachdem es aufgehört hatte zu schneien, fuhr jemand mit dem Schneemobil zum Hasakura-Tempel zurück. Ich hätte nie gedacht, dass ein Schneemobil so viele Probleme bereiten könnte. Ich denke, wir sind dank der Zeugen an diesem Punkt angelangt. Ja, ich habe dem nichts weiter hinzuzufügen. Ich habe euch alles gesagt, alles, was ich weiß. Na schön, jetzt haben wir es aber immer noch mit demselben Problem zu tun. Wenn es noch doch jemanden gäbe, einen Zeugen, der das Schneemobil gesehen hat. Einen Zeugen, Gab es denn niemanden, der an jedem Abend bei der Dämmerbrücke spazieren ging? Ich denke, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Es war so kalt, dass einem die Ohren hätten abfrieren können. Nur ein Idiot würde in dieser Kälte draußen herumwandern. Es sei denn, er hätte etwas wirklich Wichtiges zu erledigen gehabt. Schade. Moment. Da fällt mir was ein. Es gab an jenem arktischen Abend womöglich einen solchen Idioten. Euer Ehren, ich habe eine Idee. Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Wirklich? Du weißt, wer das Schneemobil am Mordabend gesehen haben könnte? Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, ob er es gesehen hat. Aber es gibt zwei Dinge, die mir zu ihm einfallen. Die wären? Erstens hat er am Mordabend etwas Unglaubliches gesehen. Und zweitens? Dieser jemand, an den ich denke, ist an jenem kalten Abend draußen herumgewandert. Mit anderen Worten, er ist der Idiot, den wir suchen. Herr Edgeworth, wer ist dieser Idiot, von dem Sie da reden? Ganz einfach, Larry Butts. Nimm das! Dieser Typ stammt wohl aus Jean-Luc Daladucs Buch der widerwärtigen Malerei. Das ist Larry Butts, der Schüler des Abfass, Elise Diosnin. Ihr Schüler? Interessant. Warum ist er am Mordabend herumgewandert? Weil... Ich könnte von seinen Plänen für Iris erzählen, aber das könnte seine Glaubwürdigkeit kosten, noch bevor ich ihn aufrufe. Er ist schließlich Künstler. Vielleicht suchte er in der Schneelandschaft etwas, das ihn bewegen würde. Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass das der Grund war. Und? Dieser unglückliche, unzuverlässig aussehende Mann. Was genau hat er denn gesehen? Das würde ich gerne in diesem Gerichtssaal von ihm erfahren. Bringen Sie diesen jungen Mann sofort hierher. Mir bleibt keine andere Wahl, oder? Ich glaube, dass er sich bei dieser Verhandlung in der Galerie aufhält. Es wird nicht lange dauern, ihn aufzurufen. Gut. Larry, du magst mir gestern vielleicht entwischt sein, aber heute werde ich alles aus dir rausquetschen. Das Gericht zieht sich für eine Pause von 20 Minuten zurück. Frau von Kammer, bitte kümmern Sie sich darum, dass der nächste Zeuge vorbereitet ist. Verstanden, Euer Ehren. Gut. Also gut, das Gericht macht jetzt eine Pause. Fortsetzung folgt. Perfekt. 9. Februar, 11.15 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 1. Entschuldigen Sie, Herr Edgeworth, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Iris, wir haben nur 20 Minuten. Es gibt zwei Dinge, die ich Sie fragen muss, bevor es weitergeht. Okay, ich helfe Ihnen so gut ich kann. Erstens über den Abend. Sie sind wirklich nicht zum inneren Tempel gegangen, ja? Die letzte Zeugin behauptete, sie im Trainingsraum getroffen zu haben. Eine von ihnen beiden, entweder sie oder Schwester Bikini, lügt. Herr Edgeworth, es ist so, wie ich es gestern schon gesagt habe. Bis zum Vorfall selbst war ich in meinem Zimmer im Hasakura-Tempel. Na schön, dann also die zweite Sache. An jenem Abend wurde das Schneemobil benutzt in der Zeit zwischen Schwester Bikinis Rückkehr zur Haupthalle und dem von ihr bezeugten Mord. Irgendwann zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr an jenem Abend. Waren Sie diejenige, die das Schneemobil benutzt hat? Es gibt nur einen Schlüssel für das Schneemobil. Die einzige Person, die es benutzt haben könnte, war ich. Also waren Sie es. Aber warum? Warum sind Sie zur Dämmerbrücke gefahren? Tut mir leid, Herr Edgeworth. Iris. Ich kann nicht darüber sprechen. Noch nicht. Noch nicht?
Nicht, bis ihre Sicherheit bestätigt ist. Ihre? Die Sicherheit der Akolytin. Die Akolytin, hä? Huh? Sie muss Maya meinen. Iris, sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir die Wahrheit. Haben Sie Elise Diosnim getötet? Was auch immer passiert, ich könnte niemals jemanden töten. Wie ich es mir dachte, keine Psychoblockade. Also gut, mein Job ist, die Wahrheit herauszufinden. Das werden Sie selbst noch früh genug erkennen. 9. Februar, 11.36 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 7. Das Gericht ist wieder versammelt. Frau von Kammer, wo ist der Zeuge? In der Pause wurde ein Mann wegen verdächtigen Verhaltens auf der Galerie festgenommen. Verdächtigen Verhaltens? Er zeichnete etwas sehr konzentriert. Dürfte ich fragen, was der Zeuge zeichnete, als er festgenommen wurde? Er zeichnete eine furchterregende Frau mit dämonischer Fratze und brutaler Peitsche. Ich kann mir nur vorstellen, dass er versucht hat, sie darzustellen. Ah! Jedenfalls ist es Zeit, diesen armseligen Künstler vor dieses Gericht zu zerren. Loris Diosnim, ich hoffe, du bist bereit. Komm herein. Diese Peitsche wird heute wohl noch viel Verwendung finden. Ja! Deine Zeichnung ist eine Missachtung dieses Gerichts. Hey, ich habe nur künstlerisch dargestellt. Ah! Du wolltest abhauen, als der Gerichtsdiener dir die Vorladung geben wollte, nicht? Hör mal, ich bin nur ein junger Künstler, der draußen in den Bergen übt. Ich bin nur hier in der Stadt, weil mir die grüne Farbe ausgegangen ist. Oder das Veronese-Grün, wie der Fachausdruck lautet. Larry, das hier ist kein Geschäft für Künstlerbedarf, oder? Ich weiß, ich habe mein Abi gemacht, okay? Weißt du, bei der Kunst geht es darum, auf dem Feld zu arbeiten. Auf dem Feld zu arbeiten, nicht wahr? Auf dem Feld zu arbeiten? Ich denke, er wollte sagen, Feldarbeit betreiben. Hoffe ich zumindest. Das ist es. Danke, Kumpel. Ist irgendwie traurig, dass ich seinen wirren Satz verstehen konnte. Tja, das kommt davon, wenn man mit Larry Butts eine Jugendfreundschaft gepflegt hat. Ich kam zufällig hier vorbei und habe ein wunderbares neues Modell gefunden. Versteht ihr? Ich habe mit diesem Fall rein gar nichts am Hut. Überhaupt nichts. Ich erwarte rote Gesichter, wenn ihr euren Fehler bemerkt. Knallrote Gesichter. Oder fachlich ausgedrückt, kaminrot. Au, au, ouch. Au, au, ouch. Ouch, au. Ouch. Hör mit deinem armseligen Gestammel auf und sag wie ein Mann aus. Hören Sie auf damit. Aufs Kreuz peitschen ist genauso schlimm wie aufs Kreuz legen. Zeuge, das war alles Ihre Schuld. Sagen Sie jetzt aus. Das ist das zu viel für mich. Zeugenaussage, was ich gesehen habe. Ich war bei der Hütte in den Bergen und schaute abends zu den Sternen hinauf. Ich bin ein paar Mal zur Brücke gelaufen, aber ich habe keine Schneemobil gesehen. An jenem Abend habe ich niemanden getroffen. Das Mädchen, auf das ich gewartet habe, kam nicht. Meine Lehrerin ist tot. Jetzt bin ich ganz allein, nicht wahr, Edgy? Zeuge, bitte hören Sie auf, die Anwälte während Ihrer Aussage direkt anzusprechen. Ich bin ein Niemand, ein nichts als ein kleines wertloses Männchen, nicht wahr? Und warum wurde ich nicht nach meinem Namen und Beruf oder sonst was gefragt? Herr Edgeworth, wie mir scheint, hat er einen Minderwertigkeitskomplex. Vor kurzem ist er der Grund für zahlreiche Vorfälle gewesen. Ich denke, er hat endlich selbst begriffen, was für eine Plage er für andere Leute gewesen ist. Ja, das stimmt. Ich stecke hinter allem, hinter jedem Fall. Passt auf, okay? Mich nur zu berühren wird euch für immer unglücklich machen. Also gut, beginnen wir nun mit dem Kreuzverhör, ohne ihn zu berühren. Vielen Dank. Wir können zu einem späteren Zeitpunkt weitere Details erörtern. Was ich gesehen habe, Kreuzverhör. So. Okay, bei seiner Aussage, an jenem Abend habe ich niemanden getroffen, präsentieren wir ganz einfach das Profil von demjenigen, den er definitiv getroffen hat. Phoenix! Larry Butts, ich kann verstehen, warum du dein altes Leben wegwerfen willst. Du bist erbärmlich und du verursachst alle möglichen Schwierigkeiten. Tut mir leid! Aber erkannt zu haben, was für eine Plage du warst, könnte als Schritt in die richtige Richtung angesehen werden.
Edgy, versuchst du etwa, mich zu trösten? Für mich hört sich das eindeutig anders an. Aber ich kann dir nicht verzeihen, wenn du dich von diesen Zwischenfällen abwendest. Du schiebst mir alles in die Schuhe. Gut, reden wir also über den Mordabend. Schwester Bikini bat Phoenix Wright, den Mord zu melden, den sie beobachtet hatte. Deshalb machte er sich auf den Weg zum öffentlichen Telefon bei der Brücke. Dort traf er zufällig auf eine gewisse ruchlose Person. Auf dich, Larry Butts. Das stimmt, auf mich in Natura. Hören Sie gut zu, Zeuge. Es tut nichts zur Sache, ob Sie Ihren Namen geändert haben. Solange Sie so armselig sind, werden Sie diese Vorfälle verursachen. Diese Realität wird sich nicht ändern. Aber was wollt ihr denn von mir? Larry, du musst dich innerlich verändern. Was hast du an jenem Abend gesehen? Sag die Wahrheit, das ist alles, was du im Augenblick tun kannst. Edgy, ich denke, ich bin endlich aufgewacht. Nun, ich denke, ich könnte noch immer schlafen. Aber trotzdem, ich mach's, ich sage aus. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob das gut gehen wird. Ich frage Sie also noch einmal, Zeuge. Was haben Sie am Mordabend gesehen? Zeugenaussage, was ich gesehen habe, 2. Ich bin so gegen 21 Uhr zur Hütte aufgebrochen, also war es gegen 22.30 Uhr. Ich lag unter meiner Decke, als mich ein grelles Licht blendete. Ich ging zum Fenster und habe rausgeschaut und die Dämmerbrücke brannte. Es donnerte noch immer, aber ich bin sofort hin, um nachzusehen. Da habe ich Nick getroffen. Sie haben also doch eine ganze Menge gesehen, nicht wahr? Also, was passierte mit der Brücke, nachdem sie Feuer gefangen hatte? Sie war so wie ich, wenn ich 3 Tage lang ein Mädchen verfolgt habe. Sie war total ausgebrannt, fast total verschwunden. Ich meine, als Nick die brennenden Reste durchquerte, stürzte er ab. Was hast du gesagt? Oh, keine Angst, nichts Lebensbedrohliches, nur eine Erkältung. Und ein paar Prellungen, vergiss die nicht. Wie immer kann man schwer sagen, ob er Glück oder Pech gehabt hat. Nun, Herr Edgeworth, beginnen Sie bitte mit Ihrem Kreuzverhör. Okay. Wir werden angreifen und zwar bei, es donnerte noch immer. Du hast sofort gesagt, aber wie viel Zeit genau verging nach dem Einschlag? Der Blitz hat eingeschlagen und die Brücke hat Feuer gefangen. So 5 Minuten? Ich meine, ich habe plötzlich gedacht, geh und sieh mal nach. Wie weit ist diese kleine Hütte, in der du warst, von der Brücke entfernt? Moment, nun, es hatte so ziemlich aufgehört zu schneien. Vielleicht 5 Minuten zu Fuß? Und wie hat die Dämmerbrücke ausgesehen, als du dort angekommen bist? Als ob ich einen Teil meiner Kindheit wiedergefunden hätte. Ich meine, nicht mal die Feuer bei den Schulausflügen konnten da mithalten. Nun, soll ich ihn für weitere Informationen angreifen? Ich würde sagen, warum riefst du niemanden? Larry, ich möchte dich etwas fragen. Was denn, Edgy? Warum dieses ernste Gesicht? Warum hast du denn niemanden gerufen? Hä? Was meinst du denn? Normalerweise würde man bei einem so großen Inferno Hilfe rufen. Bei der Dämmerbrücke befindet sich doch ein öffentliches Telefon, oder nicht? Nun, natürlich habe ich daran gedacht. Na schön, dann lassen Sie mal hören, warum Sie es nicht getan haben. Ja, okay, mein Grund. Es war nicht so, dass ich niemanden rufen wollte. Ich hatte nur keine Zeit, okay? Ich kam zur Brücke und Nick tauchte keine Minute später auf. So, und bei dieser Aussage präsentieren wir ein weiteres Mal die Wetterdaten. Da schon deine Existenz ein Widerspruch ist, weiß ich nicht, ob du das verstehst. Was denn, Edgy? Das hört sich ja an, als wäre ich ein Außerirdischer. Deine Aussage ist eindeutig widersprüchlich. Das Problem hier ist die Zeit. Ich war noch nie gut mit Zeit, weißt du? 3 Minuten nachdem Billy zu Fuß losgegangen ist, folgst du ihm mit dem Fahrrad. Wie lange brauchst du, bis du ihn eingeholt hast? Darin bin ich sehr schlecht. Das hier ist viel einfacher. Du hast gesehen, wie der Blitz in die Brücke einschlug und gingst sofort los, um nachzusehen, was da passiert war. Ist das richtig? Ja, nun, ich habe am Anfang so ungefähr 5 Minuten verbummelt. Ich habe die Wetterdaten des Mordabends hier vorliegen.
Laut dieser Daten geschah der Blitzeinschlag um 22.45 Uhr. Du sagtest, man braucht weniger als 5 Minuten von der Hütte zur Dämmerbrücke. Das heißt, dass du kurz vor 23 Uhr bei der Brücke angekommen sein musst. Das hört sich alles logisch an, denke ich. Und dann tauchte Nick auf und lieferte seine Sturznummer. Das ist unmöglich. Was meinst du damit? Um 23 Uhr geschah der Mord im Hasakura-Tempel. Deshalb war Wright immer noch dort im Innenhof. Es kann unmöglich sein, dass Larry ihn zu dieser Zeit bei der Dämmerbrücke traf. Entschuldige, ich erhebe Einspruch. Oh ja? Edgy, wie oft muss ich's denn noch sagen? Ich heiße nicht Larry, bin Laurie Stearson. Ja! Es ist nicht bewiesen, dass der Mord um 23 Uhr geschah. Die Schwester hat nur gesagt, so gegen 23 Uhr. Daher hätte es auch früher sein können. Pass auf, wo du hintrittst, Franziska von Karma. Der Hang ist rutschig. Es ist trotzdem unmöglich, dass Wright um 23 Uhr bei der Brücke gewesen ist. Und warum? Es steht hier eindeutig in den Wetterdaten. Es dauerte ungefähr 30 Minuten, bis die Brücke abgebrannt war. Deshalb muss die Brücke mindestens bis 23.15 Uhr gebrannt haben. Und was genau heißt das? Wright hat nicht gesehen, wie die Brücke an jenem Abend gebrannt hat. Er kam erst dort an, als die Flammen schon runtergebrannt waren. Larry, du hast die Brücke gegen 23 Uhr erreicht. Wright kam frühestens um 23.15 Uhr dort an. Versuchst du noch immer etwas vor uns zu verheimlichen? Was kann in diesen fehlenden 15 Minuten passiert sein? Ich habe das Gefühl, ich bin gerade aufgewacht. Ich denke, ich habe immer noch geschlafen. Kann mich mal jemand zwicken? Ruhe! Es fehlen also 15 Minuten vor dem Treffen mit Phoenix Wright. Ich sehe das nicht als Problem. Ja, überhaupt kein Problem. Wirklich? Die Brücke brennt vor deinen Augen und daneben steht ein Telefon. Warum hast du den Vorfall also nicht gemeldet? Haben sie einfach zugesehen, wie die Brücke abgebrannt ist? Das ist das Problem hier. Auch nachdem die Brücke abgebrannt war, war er immer noch da. Er stand einfach da und hat nichts getan. Danach hört es sich an. Wir reden hier zwar von Larry, aber so bekloppt wäre selbst er nicht. Er muss einen Grund für seine Untätigkeit gehabt haben. Edgy, ich denke, es ist an der Zeit, ernst zu werden, Kumpel. Das dachte ich mir schon. Du hast die ganze Zeit nur mit uns gespielt. Hör mal, ich werde dir alles sagen. Bist du sicher, dass du alles hören willst? Ja. Ich werde es diesmal wirklich sagen. Alles! Dann sag es! Na schön, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei, aber so können wir endlich die ganze Wahrheit von Zeugen erfahren. Also, was haben Sie in diesen fehlenden 15 Minuten getan, Zeuge? Und genau an dieser Stelle werde ich für heute leider einen Schnitt machen müssen, denn der Part wird langsam schon zu lang und ich fürchte, den Rest dieser Gerichtsverhandlung kriege ich definitiv nicht mehr in den Part gepackt. Also dann Leute, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.